Hallo und herzlich willkommen zu Dreadout Akt 2. Ja, einige von euch werden sich vielleicht noch daran erinnern, wir haben vor Ewigkeiten, wirklich Ewigkeiten, es ist glaube über ein Jahr her, mal den ersten Akt von Dreadout gespielt. Der war eher so meh, aber der zweite Akt soll sehr viel besser und vor allem sehr viel gruseliger sein. Also worauf warten wir noch? Los geht's. Und es gab kein Intro oder so, ich bin direkt hier vor der Schule bzw. hinter der Schule gespawnt, wo wir ja im ersten Akt rausgelaufen sind nach dieser, ich erinnere mich, furchtbar nervigen Verfolgungsjagd. Und wie es aussieht, kommen wir in dörflichere Gefilde und ich höre Geräusche. Ich höre irgendwas im Gras, das gefällt mir nicht. Und hier sieht es schon aus wie eine Arena. Wehe, du kommst jetzt gleich am Anfang vom zweiten Akt mit irgendeinem Bosskampf. Das wäre etwas unfair. Kann ich rennen? Ja, ich kann rennen. Warum ist die denn so langsam? Normalerweise war ich doch nicht so langsam, wenn man nicht normal sprintet, oder? Okay, ich sehe ein Tor. Ich glaube, umschauen bringt hier nicht viel. Ich gucke mal, ob ich das aufmachen kann. Au! Hey! Was bist du denn für ein Clown? Was seid ihr? The fuck? Seid ihr 7 Zwerge oder was? Geh weg von meinem Bein! Ah! Was ist denn das für... Ich habe gedacht, es fängt friedlich an und ich habe Zeit, noch kurz irgendwie die Einleitung zu Ende zu bringen. Gleich kommen hier die 7 Zwerge hinter den 7 Bergen. Das sind mehr als 7. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist eine Plage. Habe ich einen Flammenwerfer? Oh Gott, nein. Geh weg. Ey. Du Kleiner. Kommt her. Ich nehme es mit euch allen auf. Mein Handy hat mehr als genug Strom. Und ich habe mehr als genug Platz auf der SD-Karte für Selfies von euch allen. Na komm schon. Komm schon. Instagram. Pinterest. Komm schon. Die reagieren überhaupt nicht, ne? Das ist denen scheißegal. Wow. Ey. Das ist mein Handy, du. Der hat mein Handy geklaut. Immerhin bringen sie mich nicht um, aber er hat mein Handy. Warum hat er mein Handy und meine Tasche auch? Was sind das denn für Viecher? Na, warte. Ich krieg das Tor nicht auf. Aber so ein kleiner Zwerg kriegt's auf, oder was? Okay. Ziel aktualisiert. Ich nehme an, das Ziel. Wo mache ich nochmal mein... wo waren das nochmal? Dateien war es, genau. Aufgaben, diese Biester haben meine Sachen gestohlen. Ich brauche das alles wieder und zwar schnell. Der Hinterausgang bleibt irgendwie verschlossen. Trotzdem scheint der einzige Weg in die Freiheit zu sein. Ach so. Ah, das sind noch Notizen aus Akt 1. Ich verstehe. Und es wurde gespeichert und die Viecher haben wirklich meine Sachen geklaut. Das ist ja unfassbar. Wie frech kann man sein? Wahrscheinlich kriegt das Zeug nicht wieder bis zum Ende des Spiels. Ich muss jetzt ohne Kamera leben. Dich kenne ich. Du warst mit mir in der Schule und bist mit mir verschwunden. Nur die Art, wie du atmest, gefällt mir nicht ganz. Ich prophezeie eine Besessenheit. E. Einfach nur E. Okay, dann ehe ich dich mal an. Okay, war eine verdammt schlaue Idee, dreimal E zu drücken. Ich bin verdammter Idiot. Oh mein Gott. Okay, gut, jagt er mich jetzt? Keine Ahnung, ich glaube, der steht auf mich. Ach du Scheiße, der läuft mir tatsächlich hinterher. Geh weg! Au! Ey! Ey! Geh zum Football, wenn du das machen willst. Ich bin raus. Muss ich hier rein? Bitte sag mir, ich muss hier rein. Oh Gott, ich muss weiter. Oh, ist doch okay, Mr. Football-Spieler. Lass mich in Ruhe. Wo muss ich hin? Okay. Bin komplett raus. Ich weiß nicht, ob ich was übersehen habe oder so. Ist mir auch egal. Hauptsache, er geht weg. Was war das denn? Hast du die Tür mit einem Regenschirm versperrt? Mit einem dünnen Metallregenschirm? Jetzt hat sie sich einen Regenschirm genommen. Will sie mich verarschen? Okay. Okay. Kommt ihr, Geister? Kommt schon. Ihr nicht anfassbaren Dinger der anderen Welt. Ich habe einen Regenschirm für euch. Und ich kann damit sogar zuschlagen. Okay. Okay. Wer will ein Stück? Hä? Wer will was hiervon? Ich war ehemaliger Top-Schläger beim Baseball. Na komm schon. Ach, das ist da oben. Ich habe schon gedacht. Ist das Vogelkäfige? Okay. Also die Atmosphäre ist schon mal besser als im ersten Akt. Das muss ich dem Spiel lassen. Auch wenn das alles so ein bisschen what the fuck ist. Weil irgendwie diese Verfolgungsjagd jetzt. Ich glaube, ich wäre auch einfach... Ich hätte einfach weggehen können. Stattdessen habe ich einfach dreimal E gedrückt und die Jagd getriggert. Blau. Blau ist gut. Blau heißt Interaktivität. Das weiß ich noch. Oh.
okkulte Symbole, immer gut. Gefunden, Janglot. Eine deformierte humanoide Gestalt, die von mystischer Energie pulsiert. Erstmal die Schreibmaschine verhauen, ich wollte eigentlich nur weiterklicken. Okay, ich habe eine Statue gefunden. Ich weiß, das braucht man nicht für Rätsel, sondern das gibt dir mehr Leben, glaube ich. Und du musst, wenn du stirbst, nicht so weit durch diesen blöden Limbus laufen, was ja so unfassbar nervig ist. Kann ich das da benutzen? Ist das ein Radio? Nee, ich kann es nicht kaputt schlagen. Okay. Blub, 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 blub. Ist der Eismann da? Was ist das denn? Bist du eine Leiche? Weh, du stehst auf, Kollege. Hat er gerade den Arm gehoben? Ah ne, der hält die Türe zu. Kann ich dich... Oh, ich kann dich nicht verkloppen, schade. Ich hätte jetzt gern ein Skelett verkloppt. Und da ist eine Kamera auf ihn gerichtet. Wahrscheinlich hat er einen Vlog gedreht. Und der ging einfach so ewig, dass er währenddessen gestorben ist. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe. Will irgendwer was? Warum habe ich einen Regenschirm, wenn ich nichts habe, was ich damit verprügeln kann? Ach, da ist er ja wieder. Genau, nimm das. Und jetzt ist er kaputt und sie hat die Tür damit zugesperrt vor ihm, weißt du? Der ist wie ein Hund, der brüllt. Der will mich wirklich hart, kann das sein? Was? Was ist das denn für ein baufälliges Gebäude? Das sind sehr schlecht texturierte Schuhe, mein Freund. Ich würde mir mal neue kaufen, wenn meine so schlecht aussehen würden. Muss ich kriechen? Tatsache, ich muss kriechen. Ist der jetzt da oben und sucht nach mir? Oh ja. Was ist das denn für ein baufälliges Gebäude, wenn der das einfach mit der flachen Hand rausdrücken kann? Der hat das nicht mal rausgeprügelt, der hat nicht mal mehrere Anläufe gebraucht, der hat das einfach rausgedrückt. Entweder das Gebäude ist sehr, sehr alt und baufällig oder er hat Superkräfte, eins von beidem. Das letzte wäre cooler, eigentlich. Vielleicht kommt irgendwann... Achso, ich muss nach rechts, aha. Vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt... Vollidiot! Oh, okay, ich dachte schon, der hängt jetzt da so fest. Nee, er jagt mich wieder. Okay, wenn es sein muss. Ist aber ein schlechter Besessener. Muss ich weiter? Oh, du kleines... Gib mir die Kamera, du kleines Stück. Oh mein Gott, was geht ab? Was geht ab? Ich glaube, es wäre schlauer, wenn man den ersten und den zweiten Akt wirklich direkt nacheinander spielt, weil ansonsten raffst du einfach gar nichts mehr. Kurzversion ist, wir waren in einem... Ja, während er da rumsucht. Wir waren in einem verlassenen Dorf und sind alle in der Schule irgendwie reingelaufen und dann sind Geister passiert. Simple Voice Acting. Oh fuck, nein. Ich habe Geräusche gemacht. Ich höre die Verfolgungsmusik. Ist klar, was jetzt kommt. Linda... Oh, wow, 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 wow. Grudge oder was? Wow, wow, das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Das ist der Grudge-Shit, was der da macht. Wetten, der Geist hatte noch nie einen Menschen irgendwie besessen, deswegen weiß er nicht genau, wie man ihn bewegt. Es kommt mir vor wie in diesem Film, wo Aliens einen Menschen steuern. Mir fällt mir der Name nicht ein. Mensch Dave? Nein, ich weiß nicht, wie er heißt. Oh mein Gott, Metal, du wirst von einem Wahnsinnigen verfolgt, der dich wahrscheinlich umbringt. Lauf doch einfach! Sprinten! Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich sterb jetzt. Sprinten, Lady, sprinten! Errungenschaft freigeschaltet, Olympian Medalist. Nee, ich hab eben... Okay, ich kann ihm ausweichen. Ich habe eben keine Olympiamedaille, so langsam wie ich bin. Und hier kann ich nicht ausweichen. Ich bin doch kein Olympiamedaillengewinner. Oh. Das war das Vieh, das ihn besessen hat. Oh. So siehst du also aus. Mein Gott, bist du hässlich. Mein Gott, bist du hässlich. Das Vieh steuert den wie eine Puppe. Da hockst du jetzt drin für den Rest deines Geisterlebens.
Oh. Oh. Okay. Der Geist hat also beschlossen, dass er nicht länger einen Körper braucht, den er besitzen kann. Ups. Komm, steh auf, du musst dein Handy wiederholen. Und soweit ich weiß, auch deine DSLR, die du jetzt in dem zweiten Akt hast. Komm schon, steh auf. Ach, ich muss was drücken, dass sie aufsteht. Die wäre ja noch 5 Minuten gesessen, hätte ich jetzt nichts gedrückt. Aus Versehen eigentlich gerade. Oh, die Steuerung ist gerade total fertig. Das ist gerade voll Resident Evil Style mit der Kameraperspektive. Es ist im ersten Akt noch so souverän. Also ich nicht, aber sie ist am Ende so souverän. Diese Lady in Rot besiegt und jetzt total am Ende. Das ging schnell. Der Typ da rechts wartet schon wahrscheinlich ewig drauf, dass der Zug abfährt. Oh mein Gott, lauf schneller. Ey, wenn ich gerade gesehen hätte, dass ein böser Geist einen Menschen umgebracht hat, indem er ihm den Hals um 180 Grad dreht. Ich wäre schneller als du. Viel schneller. Und ich habe gehört, wie die Musik loopt. Steh auf, mach was. Irgendwas, Maustaste. Oder leg dich einfach schlafen. Auch eine gute Option in einem Geisterdorf. Deswegen schläft man nicht in dem Geisterdorf ein. Deswegen macht man sowas einfach nicht. Da ist die DSLR. Die anscheinend laut Berichten absolut nutzlos sein soll. Klick, klick. Oh, du kleines Stück. Die machen da hinten Selfies. Die machen da hinten eine Selfie-Party. Gefunden, Spiegelreflex. Eine moderne Spiegelreflexkamera. Sie hat kein Dauerlicht, aber einen Blitz, der sich mit F auslösen lässt. Q wechselt zwischen Smartphone und Kamera. Das Mausrad zoomt den Kameraausschnitt. Standardsteuerung. Okay, heißt das jetzt, ich kann diese kleinen Errungenschaft freischalten? Teenage Photographer. Warte, ich gehe mal full Max Caulfield. Tschüss, Jungs. Oh mein Gott, hat er jetzt das Handy nicht fallen lassen? Ernsthaft? Doch, die Tasche ist da. Oh mein Gott. What the fuck bist du? Hi. Hi. Hi, ja. Schickes Lächeln. Komm, gib mir den Tiger. Gib mir den Tiger. Ja, sei wild für die Kamera. Ja, gib mir den Tiger. Oh ja, lassiv. Das gefällt. Das gefällt. Komm schon. Komm schon. Germany's Next Top Guy. Oh mein Gott, ich bin erlegt. Okay, er ist weg. Geisterpedia aktualisiert. Was war das für ein Vieh? Was war das potenzielle Topmodel? Wo ist das denn da? Geisterpedia. Das war ein Tuyul Senteng. Aha. Und das ist genau Tuyul Senteng. Ach, Senteng. Der mutigste seiner Art. Stark, aber mit wenig Verstand. Aha, das war besessener Donny. Irgendeine dämonische Präsenz hat von Donny Besitz ergriffen, während er die Stadt erkundete und ihn gleich danach umgebracht. Und die kleinen Viecher heißen Tujul. Diese winzigen Kreaturen sind geborene Diebe. Ach, habe ich gemerkt. Üblicherweise sind Tujul unter der Kontrolle eines Herren, der sie hinausgeschickt hat, um Gegenstände zu besorgen, die ihre Eigentümer lieber behalten wollen. Wie mein Handy zum Beispiel. Wie mein Handy zum Beispiel. Das war ein gutes S6. Ja, das hätte ich gern wieder. Oder ein iPhone 6. Ich will ja jetzt keinen beleidigen. Ja, blau. Ich weiß. Gefunden. Lindas Tasche. Smartphone, Tagebuch, Schlüsselbund. Lindas Tasche verstaut alles, was man unterwegs braucht. Ich habe das Smartphone wieder? Echt? Okay, Tatsache. Tatsache, er hat es fallen lassen vorhin. Die Selfie-Party hat nicht so lange gedauert, Freunde. Und Ziel ist aktualisiert. Ich kann noch was machen mit E. Ah, gefunden Ring. Ein seltsamer Fingerschmuck, der von mystischer Energie pulsiert. Das Dumme ist, man weiß in dem Spiel nicht wo. Du siehst einfach nur blau und irgendwann kriegst du ein E, aber du siehst die Gegenstände nicht in der Welt. Das ist ein sehr großes Problem. Nee, kannst du dir abschminken. Ich muss da rein, wirklich? Ich muss in den dunklen... Okay. Spiel, ich spiele nach deinen Regeln. Wir gehen in den dunklen Tunnel, aber wohl erst beim nächsten Mal. Hier bei Let's Play Dread Out Akt 2. Lasst mir gerne einen Daumen und einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Links kommt ihr zur ganzen Playlist von Dread Out. Ich packe Akt 2 und Dread Out Akt 1 in eine Playlist, damit man es am Stück gucken kann. Wenn man das denn möchte, wer den ersten Akt nicht gesehen hat, kann ich nur empfehlen, ist eher von komischem Wert als, ja,
unheimlich. Manchmal ist es unheimlich, aber teilweise irgendwie einfach nur merkwürdig. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr mir bei Twitter oder Instagram folgen würdet oder mir eine Frage bei AskFM stellen würdet. Die Links dazu sind unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Let's Play Dread Out Act 2. Bis dahin, macht's gut und ciao.